Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs und zwar nicht alleine. Wanderverliebt, Froni und Micha begleiten uns heute und zwar auf dem Premium-Wanderweg Dimbacher Buntsandstein-Höhenweg. Diese Wanderung hat etwa 10 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Allgemeine. Gemäuer, ich habe hinterher noch zwei Verliebte dabei. Juhu, Verliebte Nummer 1. Moje, Verliebte Nummer 2. Wir gehen, wir wollen Spaß kriegen.
vor, dass der runterkommt. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden und den bizarren Felsformationen. Das war richtig top, Daumen hoch dafür. Wer diese Tour gehen will, sollte aber gute Grundkonditionen mitbringen, denn die Anstiege, die haben es in sich und Trittsicherheit ist auch vonnöten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Und schaut auch noch bei Wanderverliebt vorbei, die machen echt schöne Videos. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ali, mach uns gut.
und gucken auch bei Wanda verliebt in der Kanarin. Und wenn es richtig cool läuft, machen wir auch ein Abo dort. Tschüss! Tschüss, und wenn ihr bei Sarah und Marco noch keins gemacht habt, natürlich auch. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns richtig gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden und den brisanten Felsformationen. Das war richtig super, Daumen hoch dafür. Wer diese Tour gehen soll, will, muss, tralala, hopsasa.